Was geht? Herzlich willkommen zur ersten Folge Warzone. Und ich habe noch keine einzige Runde gespielt. Tropfeln, ich spiele eh Solo. Ich habe doch Solo angeklickt, oder nicht, dass ich das falsch anklicke. Hallo? Battle Royale Einzel. Okay, Spiel starten. Ich nehme euch direkt vom Anfang an mit. Ich habe mir schnell noch eine Klasse gemacht, denn man hat hier nicht die Klassen aus Modern Warfare 2. Sub for Free habe ich sie genannt. Man muss mit vorgefertigten Perks hier spielen. Man kann kein eigenes erstellen. Oder ich habe es nicht gecheckt, aber ich glaube, es geht nicht. Ich habe den Herzschlagsensor und die Semtex, meine schöne Sniper und meine Waffe aus der letzten Folge. Modern Warfare. Mal gucken, ob wir die heute überhaupt sehen werden, denn die müssen wir uns ja dann kaufen oder auf den Drop warten. Ich bin echt gespannt, Leute. Es ist die erste Runde Warzone und ich freue mich irgendwie. Ich freue mich, aber ich habe gleichzeitig auch Schiss, jetzt komplett zu versagen. Deswegen habe ich auch schon hier in der Lobby angefangen, damit das Video nicht gleich 4 Minuten lang ist oder so. Ich hatte aber auch erwartet, dass das ein bisschen schneller hier geht, ein Spiel zu finden. Ich bin mal gespannt, wie die Server-Performance ist. Ich habe ja gehört, da soll es wohl die ein oder anderen Probleme geben. Was ist das hier für ein Operator, Alter? Den will ich nicht. Was ist das für ein Low-Operator? Habe ich nicht irgendeinen coolen? Habe ich nicht den vom Battle Pass? Den hier? Nehmen wir doch den, oder? Können wir den noch anpassen? Ändern? Ich habe noch keinen anderen Skin. Hier habe ich auch nur das. Okay, finden wir jetzt mal eine Lobby. Sonst mache ich mal hier einen kurzen Cut. Bis gleich. Okay, Leute. Spiel gefunden. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert. 1 Minute noch etwa oder nicht mal ganz. Es geht los, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt ist noch eine Frage, ob die Steuerung hier anders ist als online. Weil da muss ich die Steuerung jetzt schnell noch anpassen. Weil sonst scheitere ich gleich komplett. Ich meine, Standardsteuerung. Ich habe safe. Ich habe vergessen, die Steuerung anzupassen. Oh nein. Wie viel Zeit ist jetzt hier noch? Haben wir noch 50 Sekunden wie früher? Aufwärmphase? Ich habe einfach nur einen Blackscreen aktuell. Oh je. Ich bin gespannt. Okay. Jetzt haben wir wieder das hier. Wärmt euch auf. Okay. Wir wärmen uns auf. Okay, mit Q kann ich mich fallen lassen. Das ist, so bin ich schon mal gewohnt. Es gibt Fallschaden, ne? So. Okay, ne, meine Steuerung ist so, wie sie sein sollte. Perfekt. Mit G bringe ich die Dinger an. Wie öffne ich denn mein Inventar? Wie öffne ich meinen Rucksack? So schon mal nicht. Ah, es ist good to know, dass ich das schon mal nicht herausfinde. Perfekt. Wie öffne ich denn den blöden Rucksack? Geil. Ich weiß nicht, wie ich meinen Rucksack öffne, weil man den normalerweise auf Tab öffnet. Und ich auf Tab halt sprinten hab. Boah, Leute, es geht los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Geile Frame Drops auch. Perfekt. Ich habe Warzone noch kein einziges Mal aufgenommen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen was an den Aufnahmesettings ändern. Aber ich denke eigentlich, es dürfte kein Problem sein. Könnte sein, dass es jetzt kurz beim Rausspringen einen kurzen Ruckler gibt. Das hatte ich immer in den Missionen. Ich bin mal auch echt gespannt auf die neue Map. Feststelltaste. Hier öffne ich die Karte. Okay. Okay, es ist ja eigentlich egal. Ich würde mal sagen, 199 sind noch drin. Da die Zone sehr breit gefächert ist. Boah, wir sind irgendwie übel nah an einem Flugzeug dran, ne? Kann das sein? Okay, ne, das ruckelt gar nicht. Gut. Wir gucken jetzt mal, wo die alle hingehen und versuchen dann mal irgendwo hinzugehen, wo die nicht hingehen. Gehen doch viele hier rüber. Das Problem ist halt auch, dass ich die Map noch gar nicht kenne. Ich habe, wie gesagt, eine Folge zu dem Spiel gesehen. Hier ist Terminal, oder? Es sind ja viele alte Modern Warfare Maps hier drin verbaut, was ich ganz cool finde. Problem ist, ich habe gerade echt ein bisschen Schiss jetzt direkt aus. Da unten sind welche. Kacke. Kacke. Wurde doch schon direkt auf mich geschossen. Das ist nicht gut. Ich glaube, was ich hier mache, ist nicht gut. Das Problem ist, normal gehe ich gern aus der Zone raus. Ist safe. Irgendeiner geiert schon auf mich. Alter, was sind das hier für Frame Drops? Alter, die Frame Drops ballern gar nicht. Okay.
Okay, ich muss jetzt erstmal reinkommen, ne? Das ziehen wir mal direkt an. Hallo, geh. Ich drück G. Ah, so öffne ich meinen Rucksack. Okay, warum zieht er es nicht an mit G? Schade, ne? Ich würde es gerne anziehen, ich drücke G. Aber es passiert nichts. Und es hat halt echt ein paar Rucksäcke. Oh, da müssen wir mal gucken, ob wir die Grafik nicht ein bisschen anders einstellen müssen, weil das ist halt schon hart belastend. Ich meine, es gibt mir immer was Geiles. Das nehme ich schon mal. Das nehme ich auch. Die nehme ich auch mit, wobei die ist eigentlich scheiße. Okay, kann ich jetzt anziehen? Jetzt kann ich anziehen. Gut. Ja, das ist doch die DLC-Map. Sehr nice. Boah. Diese Mini-Ruckler machen mich fertig, ne? Und ich habe gerade echt Schiss, dass ich gleich einfach sterbe. Boah, es ist dieses schöne, aufgeregte Gefühl. Wie von damals. So, hier ist direkt ein Shop, aber ich habe eh kein Geld, ne? Ich habe 0 Dollar. Kann auch nichts kaufen. Hier gibt es ein Quad. Problem, wenn ich das Quad öffne, bin ich direkt sichtbar. So, ich laufe gerade aus der Zone raus. Boah, diese Mini-Ruckler, die machen mich gerade fertig. Ich hätte das Spiel vielleicht nicht auf Extrem stellen sollen. Ich kann das theoretisch kurz ändern, wenn ich in Sicherheit bin. Ist, glaube ich, besser. Wobei, nee, ich bleib bei der. Das ist meine Waffe, mit der kenne ich mich aus und die hat ja auch gute Aufsätze. So, jetzt riskiere ich es natürlich. Machen wir mal ausgewogen. Ich mache das jetzt einfach, weil ich habe keinen Bock auf die Mini-Ruckler. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, wobei Ernährungsplan. Echt, ne? Okay, Problem ist, ich muss jetzt hier einen Abgang machen. Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall perfekt. Sieht aber nicht mehr so schön aus, wenn man in die Ferne guckt. Oh je, ich werde solche Herzinfarkte kriegen. Ich weiß das jetzt schon. Das Problem ist, ich muss mich hier jetzt mal leider verpieseln. Wie viel leben denn noch? 117. Ist meine Facecam da davor? Ich weiß es leider nicht. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Boah. Auf ausgewogen sehen die Steine aber auch sehr ausgewogen aus, muss ich sagen. Oder was war da? Alter. Nee, 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 nee. Okay, einmal kommt man ja in den Gulag, ne? Okay, ich bin, man merkt es mir, glaube ich, an, etwas aufgeregt. Es geht mir immer in Warzone so. Ich einfach so ein Casual bin. Nein, ich war in Warzone mal echt gut, Leute. Aber das ist echt lange her. Das Problem ist, ich glaube, hier hinter mir ist echt niemand mehr, ne? Und ich glaube, ich sollte mal langsam in die Richtung gehen. Denn die Zone rückt näher. Da ist eine Tanke. Was bedeutet das denn? Oh Gott. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte mich hinlegen, aber ich hätte L drücken müssen. Boah, nein, das ist so. Oh, ich bin so räudig gestorben, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Genau das meine ich, Alter. Ist halt die erste Runde, ne? Es ist halt die erste Runde. Okay, komm, jetzt bitte nicht einfach nur einen Revolver. Dann. Hä? 2 gegen 2 sogar bei Solo? Das ist ja übel Kacke. Das können die doch nicht machen. Bei Public, also bei mehr als einem Spieler, okay. Also bei Vierer-Squads oder so. Aber doch nicht im Solo-Modus, Alter. Okay, der hat mich gesehen. Das ist schlecht. Boah, Junge. Okay, Gott sei Dank. Boah. So, Wiedereinstieg. Problem ist, ich bin so räudig gestorben gerade. Das hätte nicht sein müssen. Ich hatte ja keine Sniper. So, okay. Ich bin hier schon in der Zone. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, direkt hier runter zu gehen. Weil wenn hier einer ist, dann RIP. Eine Shisha oder was? Schön, hier ist alles schon gelootet. Perfekt, Digga. Boah, ich bin so ein Freekill gerade, ne? Bin komplett am Arsch, scheiße. Scheiße.
Und ich kann wieder nichts anziehen. Ach so, weil ich kann gerade nur 2 anziehen. Woran liegt das? Was muss ich bekommen, um mehr als 2 anziehen zu können? Mann, hier ist halt alles gelootet, ne? Wow. Wow, ich bin komplett am Arsch. Ich werde safe so 4-5 Runden brauchen, um in dem Spiel drin zu sein, Leute. Es tut mir leid für euch, wenn ihr das euch jetzt angucken müsst, wie ich hier versage. Ich dachte, es wäre Money. Hier ist halt wirklich gar nichts mehr, ne? Ey, lass mir doch eine dreckige Waffe. Irgendwas. Sei Dank, Alter. Die Kasse wird geplündert. So. Ich kann aber kein drittes anziehen. Woran liegt das? Kann mir bestimmt mal einer in den Kommentaren erklären. So, hier vorne gibt es ein Auto. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Ja, auf jeden Fall einer. Oh Gott, ich habe aus Versehen geschossen. Oh no. Hier mit. Ja. E. Nehmen die alle mit, ne? Mir egal, auch wenn ich nur 2 anziehen kann. Was? Oh, scheiße, jetzt habe ich noch gegen das Mikrofon gehauen. Boah, das wird Chaos, die erste Runde hier. Das wird das reinste Chaos. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde gleich einfach wieder weggesniped, genauso wie eben. Hier wurde gelootet. Die Frage ist, soll ich mir das Auto holen? Hab ich die Tür zugemacht? Oh mein Gott, die Paranoia kickt rein, ich sag's euch. Okay, den holen wir uns. Den holen wir uns. Ich hoffe, ich mache gerade keinen Fehler, dass ich den in den Rücken zukehre. So, geht doch. Ein Kill, ey, ganz ehrlich. Aha, die Sniper hätte ich gern noch. Hallo. Ich habe was versehen. Ich kann nicht die Waffe wechseln, oh mein Gott. Ich habe einen Sniper. Aber ich kriege meine Waffe nicht mehr wieder. Okay, ich hole mir das Auto. Ist mir gerade zu riskant. Die hat immerhin 64 Schuss, ist ganz nice. Gucken, ob noch einer kommt, aber scheinbar nicht. Oh, das ist offen, das Auto. Ganz kurz nochmal die Dinger anziehen. Irgendwie gerade voll spannend, ey. Ich kann nur 2 anziehen. Okay, ich bin jetzt zwar... Man muss tanken. Oh mein Gott, das ist geil. Das finde ich nice. Das war in Teil 1 nicht so, ne? Dass man tanken musste. Das finde ich auf... Boah, und der Tank geht echt schnell leer. Ich bin noch nicht so schnell, wenn ich auf den Gleisen fahre. Okay, das mit dem Tanken ist cool. Das ist echt cool. Das Problem ist, dass mich jeder auf der Karte gerade sieht. Und das ist gar nicht cool, weil ich überhaupt kein gutes Equipment habe. Aber wir wollen ja wenigstens auch mal ein bisschen was von der Map sehen. Da hinten fährt einer. Nö, doch nicht. Ich dachte, hier wäre einer gefahren. Es war aber nur ein Busch, der nicht geladen hat. Okay, ich kutschiere einfach mal in Richtung Innenstadt, oder? Wahrscheinlich werde ich einfach aus dem Auto gesniped. Aber ist egal, ich muss mir auch erstmal die Map angucken. Okay, das ist cool, das will ich mir angucken. Hier ist niemand. Dass ich Steps höre. Ob ich Steps höre. Wäre eigentlich eine Idee, das MG mitzunehmen, aber das Visier zu langsam an. Bis ich damit anvisiere, bin ich tot. Okay. Es sind noch 58 Leute und ich habe 2 Kills. Gut ist das jetzt nicht. Das weiß ich auch. Aber ey, es ist die erste Runde und ich bin dezent aufgeregt. Boah, auf den Zug drauf wäre auch eine Option. Ist cool, dass es direkt einen Zug gibt. Ach, das mit der Grafik ist echt kacke. Das muss ich bis zur nächsten Folge nochmal optimieren. Das ist cool.
Ich habe eigentlich Cash. Ich könnte mir eigentlich mal was kaufen. Das finde ich auch ganz entgegenkommend, muss ich sagen. Warte mal, ist das? Ich check nicht, wo der Shop ist. Das ist ein Elektroauto. Ja, kaputt fahren. Geil, da komm ich schon mal nicht raus. Da. Okay, ja, ich bin nicht der beste Fahrer, ich geb's zu. So, mal hier über die Brücke, oder? Auf ausgewogen sieht das Spiel schon echt bescheiden aus, aber auf extrem hatte ich jetzt immer so kurze Frame-Verluste alle paar Sekunden. Da spiele ich lieber auf ein bisschen schlechter. Ja, das sieht halt schon miserabel aus. Gucken wir mal, ob wir DLSS anmachen in der nächsten Folge. Wie Warzone dann aussieht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung bei Warzone. Um weiter auf extrem zu spielen, aber keine Frame-Drops zu haben. Was will ich jetzt ungern gerade ausprobieren? Wir haben sehr lange keinen gesehen. Und ich vergesse auch allzu ein bisschen, dass ich Solo spiele. Weil bei Solo musst du eigentlich gar nicht so viel Angst haben. Weil du meistens erstmal nur einen triffst. Ah, guck mal, die Map kennen wir doch. Hier habe ich euch den Glitch damals gezeigt. So, ich erhalte eine... Oh Gott, hier ist die Zone vorbei. Verdammt, ich bin aus der Zone rausgefahren. Okay, ich muss das Auto tanken, obwohl es ein Elektroauto ist, ja. Also ich glaube, dass es ein Elektroauto ist, weil es so leise ist, ne? Da oben fliegt auf jeden Fall einer im Heli. Das Ding ist, ich fahre hier alles im Kreis in der Hoffnung, mal einen zu sehen. Okay, der Heli landet da hinten. Wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, die Zone wird noch kleiner. Ja, das Problem ist, das mit dem Tank wird zum Problem für uns. Das Problem ist, es wird zum Problem. Alles klar. Auf jeden Fall ist das Problem. Sorry, ich muss kurz hier hin. Das ist aber nicht die Map aus Black Ops 2. Nee, würde ja auch keinen Sinn machen. Aber das ist cool, dass das hier gibt. Auf jeden Fall, wenn uns der Tank ausgeht, dann... Ja, ist kacke. Das war im Kern die Aussage, die ich treffen wollte. Ja, ich bin einmal im Kreis gefahren, wa? Jetzt bin ich. 49 Leute noch, okay. Hier ist die Zone auf jeden Fall. Hm, ich hätte gerne schon mal noch ein paar mehr Kills. Also Top 20 ist mein Goal auf jeden Fall für die erste Folge. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Da ist eine Tanke. Jetzt ist die Frage, wollen wir es einfach mal ausprobieren, da hinzufahren? Ich weiß ja nicht, was man da machen muss. Okay, da schießt einer auf mich. Okay, das passiert von alleine. Theoretisch könnte der mich jetzt einfach hier raussnipen. Das ist mir zu riskant, sorry. Ich habe ein bisschen getankt. Muss reichen. Ist aber sehr langsam, ne? Kommen wir hier an den Rand. Gucken, ob hier irgendeiner abchillt. Ich sehe hier meine Runden. Wenn ich einen sehe, dann wird er versucht zu eliminieren. Werde ich versuchen, ihn zu eliminieren? Alter, was mit meinem Deutsch los? Okay, es ist 6 Uhr morgens fast. Kommt hier irgendeiner? Ich sehe ehrlich gesagt keinen. Okay. Okay. Da sehe ich auch keinen. Bis jetzt fühlt es sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, das Spiel. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Macht Bock. Und ich freue mich schon drauf, das jetzt jeden Tag zu bringen und auch immer besser zu werden. Es werden nochmal Videos mit Spike zusammenkommen. Haben wir Bock drauf. Duos. Und ja, dann bin ich nicht so einsam. Ich nicht so einsam und angespannt. Wenn ich nicht alleine spielen muss. Okay, mein Tank ist gleich komplett leer. Ich bräuchte mal ein anderes Auto. Warum hat das Ding gehupt? Warum habe ich aus Versehen einen Ort markiert? Das wollte ich nicht. Hier gibt es neue Autos, aber hier gibt es bestimmt auch Gegner. Oh, die visiert schon sehr langsam an, muss ich sagen. Okay, hier ist doch safe jemand. Okay, erstmal kurz chillen hier drin. Okay,
Munition wäre ganz nice. Perfekt. Leider nur 30. Okay, hier drin ist nicht gut. Ja, Munition ist gut. Hier wurde auf jeden Fall gelootet. Das Gas kommt. Ja, natürlich so ein Rip, wenn jetzt hier einer drauf sitzt. Das Ding ist, hier gibt es eine Menge Autos. Und no risk, no fun. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Das ist nicht gut. Alter, das war richtig schwach. Oh, wie schlecht, Alter. Oh mein Gott, und von so einem wirst du dann gekillt. Grob eliminiert, einfach nur bitter. 32, naja, komm, ey, ganz ehrlich, für die erste Runde bin ich zufrieden. Ja, ich habe übrigens 2 Kills gemacht. Da will ich nicht zuschauen. Oh, okay, egal, Leute. Das war die erste Runde, nehmt es mir nicht übel, die nächste wird besser. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen einspielen. Ich war jetzt ein bisschen aufgeregt und angespannt, aber das wird schon. Das wird schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, aber jetzt kommt jeden Tag eine Folge Warzone, eine Folge Modern Warfare und eine Folge Requisitenjagd mit Spike. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not the one who's running out of time.